Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wollten die ganze Welt hier aufnehmen. Also das ist ja wohl eine tolle Aussage. Wir wollen natürlich die ganze Welt treffen und haben gerne eine Vielfältigkeit der Kulturen. Und da partizipieren wir alle von. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Ich wollte nochmal auf die vielen Menschen eingehen, die hier bei uns in Gemeinschaftsunterkünften leben. Das sind ja in der Regel Personen, die aus irgendwelchen Gründen, die zwar ausreisepflichtig sind, aber aus irgendwelchen Gründen und das schon über Jahre, nicht abgeschoben werden können. Und zwar aus ganz sachlichen Gründen. Und wir sprechen nicht nur von Krankheit oder einer nicht festgestellten Identität, sondern es gibt ja auch viele Staaten, die nehmen ganz einfach keine Flüchtlinge zurück. Und sollen wir all diese Personen, die jetzt aufs ganze Land verteilt und das manchmal schon über ganz viele Jahre in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, die sich da auch gut eingefügt haben, sollen wir die jetzt alle zurück in die Erstaufnahmeeinrichtungen verbringen, damit die dann, falls es in was weiß ich wie viele Jahren denn mal möglich sein sollte, sie dann konsequent abzuschieben. Also das ist aus meiner Sicht sowas von inhuman, da muss man gar nicht drüber reden. Vielen Dank.